Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe. Ja, nicht Non-Farm-Payroll-Seitensegment gerade. Also, wir sind natürlich hier bei Live-Trading am Morgen. So hat mein Morgen tatsächlich gestartet. Ihr Laptop wollte nicht so richtig. Jetzt sehe ich gerade das falsche Präsentation. Aber Sie wissen, ihr wisst, wo ihr seid, was das hier für ein Webinar ist. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Aber der Risikohinweis sollte stimmen und darüber sprechen wir jetzt ganz kurz, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch Ihre eigene Entscheidung treffen und bitte nicht die Veranstaltung als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, Dirk, es kann heute also nichts mehr schiefgehen. Ich habe jetzt schon alles für dich übernommen, was schiefgehen kann. Von daher sollte das eine gute Trading-Session werden. Ich übertrage sehr gerne den Bildschirm und dann kannst du loslegen. So, nachdem wir alle technischen Hürden überwunden haben, sage ich an der Stelle Hallo und herzlich willkommen und guten Morgen zu unserer, was hast du gesagt, Nelson? Non-Farm Payrolls hast du gemeint, haben wir heute? Nein, haben wir Genau, nicht. ja. Wir haben hier einfach nur Live-Trading zur Markteröffnung in Frankfurt. Ich freue mich sehr, dass wir hier wieder zusammen sind und auch hier wieder zahlreich die Menschen hineinstürmen, sowohl bei FX Flat, ja doch, bei FX Flat im GoToWebinar und auch bei YouTube. Ne, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, morgens ist irgendwie nicht mehr meine Uhrzeit. Mein Rhythmus, der hat sich irgendwie verschoben. Ich muss mich morgens echt immer aus dem Bett quälen. Habe heute Nacht irgendwie, keine Ahnung, ich war bestimmt fünfmal wach, wo ich gesagt habe, ist schon Zeit aufzustehen. Und dann irgendwie, ah, ist ja doch noch schlafen. Und entsprechend, ja. Konzentriert bin ich dann jetzt auch. Nein, Quatsch. Konzentriert schon, aber noch nicht so hundertprozentig wach. Ich habe mich hier auch ein bisschen mit Kaffee bzw. Espresso versorgt und hoffe, das hilft mir. So, Nelson, du darfst auch gerne eine Begrüßung hier noch verfassen, weil bei YouTube hat man dich noch nicht gehört. Also, für die, die das hier zum ersten Mal sehen, also wir machen das so, das wird halt gleichzeitig bei GoToWebinar übertragen, aber eben halt auch bei YouTube. Und bei YouTube könnt ihr den Nelson halt nur hören, bei GoToWebinar auch. Er scheut sich halt immer eine Kamera einzuschalten, aber ich arbeite daran schon ganz lange, aber ich kriege ihn bis jetzt noch nicht überzeugt, aber ich bin überzeugt davon, wir kriegen das irgendwann hin. Also, Nelson, bitte, du hast die Bühne. Ja, sehr gut. Aber du hast schon alles gesagt über mich. Also guten Morgen, YouTube. Die Kamera hatte ich tatsächlich schon mal angehabt, wenn du dich erinnerst. Ich glaube, es zweimal. Ja, aber ich habe heute ein paar Schwierigkeiten gehabt. Technische soll aber nicht das Thema sein. Funktioniert jetzt alles. Ich freue mich sehr auf das Webinar mit dir zusammen und mal schauen, was die Märkte heute so machen nach dem Feiertag in Amerika gestern. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Vielleicht sind die auch so verpeilt wie wir und dann werden wir mal sehen. Ne? So, irgendwie, dann kann es nur Alles gut gehen. wie gehabt. Ja, genau. Also ich hoffe halt auch wohler wie immer, aber wir haben halt leider auch oft schon das Glück gehabt, dass dann halt irgendwie der Markt einfach stehen geblieben ist. Aber gut, das heißt ja nicht, dass es heute dann auch so ist. Wie immer gilt, haut rein in die Tasten, schickt eure Kommentare gerne durch, egal wo, auf welchem Kanal. Wir kriegen das mit. Der Nelson hält auch so ein bisschen Auge drauf, dass die Fragen nicht untergehen. Weil ich natürlich irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten damit habe, dann irgendwie alles gleichzeitig zu machen. Knöpfe zu drücken, den Markt zu beobachten, zu handeln, zu reden und dann auch noch die Kommentare irgendwie alle zu finden. Und da, ja, das kann schon mal ein bisschen anstrengend sein. Daher auch bitte nicht böse sein. Wenn halt irgendwie irgendwas übersehen wird, schreibt es dann einfach nochmal rein. Oh, aber gebt uns natürlich dann auch so ein bisschen Zeit, drauf einzugehen. Genau, bevor du Gut. anfängst, dann natürlich wollen wir auch die Zuschauer auf Twitch bei Andreas auch begrüßen. Die Ach, sind der ist auch auch live dabei. dabei. Und guten Morgen, Andreas, guten Morgen, Twitch. Ja, bei der Gelegenheit auch noch an RTL, weil da sind wir ja auch live mit dabei heute Morgen. Pro7 ist, glaube ich, auch am Start. Und die Öffentlich-Rechten bestimmt auch. So, da sagen wir halt mal Hallo Welt und versuchen hier mal den Markt passend zu rocken. Nein, aber mit Andreas wusste ich nicht, aber freut mich natürlich. Schön. So, dann gucken wir mal rüber auf den Markt. Also Rückblick zu gestern brauche ich ja nicht wirklich zu machen. Da habe ich ja gesagt, ich gehe nur davon aus, dass das alles sich von der Volatilität in Grenzen halten wird. Das hat es ja auch gemacht und der DAX hat sich in etwa da eingependelt, wo ich das ja auch vermutet habe und zum Dow.
Dem habe ich auch gesagt, das wird alles eher ein bisschen seitwärts werden und das war es ja dann halt auch. Beziehungsweise nicht nur seitwärts, sondern halt eher ja, eine Linie seitwärts, ne, ohne nennenswerte Wohler. So, also im DAX, ich fange mal hier mit der Stunde an. Nachdem der Daily gestern irgendwie ja doch mehr als überschaubar gewesen ist. Das liegt aber natürlich daran, ne, wenn die Amis halt zu haben, wenn das morgen schon bekannt ist und da passiert halt irgendwie auch im DAX selbst morgens oft nicht viel. Wir hatten auch schon andere Tage, wo es halt schon ein bisschen mehr gewesen ist, durchaus, aber gestern war keiner von denen. Aber wie gesagt, ich habe es vermutet und von daher erstmal alles fein. Was mir natürlich jetzt hier auffällt, ist, also das Sprungbrett für den DAX am Freitag war nämlich eigentlich die 17.065, die er hier angelaufen hat, die er natürlich auch hätte verwandeln können, um von hier aus dann halt eben ein bisschen weiter nach Norden zu ziehen. Er kam aber nicht weit, hat nämlich zuerst die Reise nach oben angetreten und dann halt eben unten angesetzt. Und das ist halt selten irgendwie gut für großartig Long. So, das heißt, hier hat er sich dann abgestützt und er hat es dann halt irgendwie im Nachhinein dann auch gestern hier mit Mühe irgendwie hier nochmal abgestützt und ist aber dann halt hier nicht weitergekommen und hat sich jetzt über Nacht hier drunter gehangelt. Das heißt, das hier ist für mich jetzt natürlich auch der entscheidende Punkt, also die 17.065. Und wenn die jetzt irgendwie um 9 Uhr nicht unbedingt großartig darüber schließt, dann könnte das halt eigentlich schon wieder dann der Grund sein, warum wir weiter runterlaufen. Aus dem einfachen Grund, ne, halt die klassische Wirkungsumkehr. Also das ist ja immer so mein Lieblingsansatz. Das heißt, wir hatten hier an der Stelle Support. Ne, hier in dem Bereich ist ja unübersehbar da Support hier nochmal und dann hat er sich jetzt eben hier drunter gewurschtelt und versucht das gerade ja auch irgendwie von unten hier schon zu bestätigen. Jetzt haben wir zwar halt irgendwie noch nicht 9 Uhr, das heißt, das Volumen ist noch nicht so dicke. Die Tendenz von heute Nacht ist allerdings ganz klar runter. Auch gestern der Kassaschluss war unter dem vom Vortag, der war irgendwo hier oben nämlich gewesen. Und also insgesamt haben wir hier eine Abwärtstendenz, die sich jetzt hier gerade mal zeigt. Und ich bin halt mal gespannt, ob die sich jetzt so hält. Aber wenn wir halt eben um 9 Uhr unter der 065 starten, wäre ich da halt schon Fan von Short. Was mir natürlich nicht gefällt, ist, auch wenn es jetzt hier über Nacht gewesen ist, das hat hier das Framing einfach nochmal umgedreht. Das heißt, wir sind hier gekippt von grün nach rot, 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 rot und haben das hier unten verlängert und haben jetzt hier wieder nach grün gedreht. Das macht es natürlich jetzt nicht unbedingt einfacher und könnte auch darauf hindeuten, dass wir um 9 Uhr eher seitwärts laufen. Das heißt, dass wir halt versuchen, zwar nochmal nach oben zu kommen, aber uns dann hier irgendwo nochmal einfinden werden. Das ist so meine, sagen wir es mal so, Worst-Case-Szenario-Annahme, ja, so irgendwie, die ich irgendwie nicht ausblenden darf. Schöner wäre natürlich, wenn wir jetzt hier irgendwie langsamer heute Nacht runtergekommen wären und jetzt gerade erst nach rot gedreht hätten wieder. Dann wäre es natürlich einfacher, aber trotzdem haben wir jetzt hier erstmal den Widerstand und ich gucke mir ja mal die ersten Zuckungen um 9 Uhr an, wie sich das dann halt eben darstellt. Weil was ich gestern ja auch noch gesagt habe, ist, ich vermute, dass wir bei der 17.043 direkt wieder den nächsten Support kriegen und er dort wieder versucht, nach oben zu laufen. Das haben wir jetzt dann allerdings gerade erst um 8 Uhr gesehen. Das heißt, da wurde das wieder gekauft und er versucht sich jetzt passend dazu auf der 17.043 nach oben zu schrauben. Das heißt, es könnte gar nicht so einfach werden. So, aber ne, wie es dann halt so ist, es ist ja alles kein Wunschkonzert. Und von daher muss man jetzt einfach gucken, was kommt, ob da überhaupt was kommt und wie man das dann halt eben auch handeln kann. Ihr könnt ja auch mal reinschreiben, wie ihr das halt irgendwie seht, ob ihr eher rauf oder runter wollt. Sentiment, oh, habe ich nicht vorbereitet, wollte ich eigentlich machen. Aber vielleicht kann da auch mal jemand drauf gucken, was sagt das Euwax-Sentiment irgendwie jetzt zu dieser Minute und dann ist das ja vielleicht auch eine Geschichte, die man hier noch mit einbeziehen kann. So, der Andreas Bernstein ist schon fleißig am Lästern hier. Also ist der Ral um die Uhrzeit? Nee, ich bin ein Hologramm, das hast du sehr richtig erkannt. So, okay. Andreas Bernstein von Twitch und Fit for Finanzen, der das hier auch immer fleißig unterstützt. Was heißt die 7? Hier kommt irgendwie bei den Kommentaren irgendwie dauert eine 7 rein. Habe ich da was verpasst? Was heißt 7? Helf mir mal. DD7, also ist das das Sentiment oder was? Also eine Frage, sind wir die Zahlen wie gestern, sind Marken wie Tageshochs, Tiefs unwichtiger als sonst? Nö. Was heißt unwichtiger? Ich meine, klar, der Handel war halt gestern schon so ein bisschen natürlich zurückhaltend, ne? Aber trotzdem, es war ja halt ein Kassahandel. Das heißt, als normaler Aktienmarkt. Von daher sollte man das jetzt auch nicht irgendwie komplett außer Acht lassen, finde ich. Ne?
Aber gut, das Volumen von den Amis hat natürlich gefehlt, aber auch da eher das zum Nachmittag hin. Ne? Auch wenn interessanterweise, womit das zusammenhängt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da müsste ich ja dann halt auch raten. Also was man ja halt eben auch sieht, ist, wenn wie gestern halt irgendwie klar ist, in den USA ist Feiertag und dann passiert auch interessanterweise morgens meistens schon nichts. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber gut, das ist dann wohl wahrscheinlich irgendwie so eine allgemeine Haltung dann halt insgesamt, die die Händler da an den Tag legen. Und wie viel Bewandtnis die hat, steht natürlich auf dem anderen Blatt. Was man aber halt gestern sieht, um mal eben auch auf die Tageskerze da halt einzugehen, das ist halt im Wesentlichen nicht viel. Ne? Das, also wir haben ja halt hier irgendwie so eine ganz kleine Gegenbewegung gehabt gegen diese Abwärtsbewegung vom Freitag, die ja hier oben erstmal an ihre Grenzen gestoßen ist. Aber im Weekly, und ich glaube, das habe ich gestern auch schon gezeigt, im Weekly sieht das alles ganz normal aus. Ne? Also das sind halt hier die Wochenkerzen. Das heißt, da spricht nicht wirklich was großartig für Short, sondern eher halt dann, und das habe ich auch gemeint gestern so, zur Mitte der Woche hin wieder auf eine Reaktion nach oben. Und da muss man halt einfach sehen, wo die dann halt stattfinden wird. Ne? Sentiment für heute ist Short und das, die 7 war genau die plus 7. Also plus 7 ist natürlich nicht Short, sondern minimal Long. Ne? Aber wie gesagt, das muss jetzt erstmal nichts heißen. Das wird sich ja auch gleich nochmal ändern. Ist auch ziemlich schwach. Wenn er jetzt irgendwie Stand hätte, irgendwie Sentiment 80, irgendwie Short, dann hätte ich gesagt, gut, da gehen wir wahrscheinlich erstmal nur Long. Aber es steht ja halt irgendwie nicht so wahnsinnig viel jetzt da. Also irgendwie plus 7 ist ja halt eher neutral. Ne? Zumal natürlich ja auch im Euwachs nicht alles drin ist. Und schon gar nicht zum Beispiel halt der CFD-Handel, der ist ja im Euwachs überhaupt nicht verzeichnet, sondern er hat eher nur die ganzen Scheine und so weiter. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber das ist zumindest mein Kenntnisstand. Also, er drückt jetzt hier irgendwie 2 Minuten vorher runter. Das heißt, ich werde mich jetzt erstmal dem ersten Ansatz wieder anschließen, den ich gerade genannt habe, nämlich dann halt eben Short hier oben, ausgehend davon, dass wir halt hier diese Wirkungsumkehr haben. Bin ich hier im 2-Minuten-Chart. So, das mal halt hier ein bisschen anpassen. Das heißt, ne, das ist ja halt dieses Gebilde hier. Mal gucken, ob ich das hier. Ich sollte hier mal meine Zeichenwerkzeuge, ach, das ist noch an den Start bringen, ein bisschen besser. Also, wir haben halt hier genau dieses Gebilde eben halt auch. Ne? Das war halt eben der Support, der jetzt gerade von unten getestet wird. Das würde für mich bedeuten, dass ich mich hier, glaube ich, relativ schnell jetzt erst Short dann positioniere, wie ich es ja halt eben auch von Anfang an gesagt habe. Ich gucke jetzt für meinen Teil da drauf auf Folgendes. Wir haben halt hier genau da, wo wir jetzt stehen, ne, sehen wir, da haben wir halt hier im H1 den Wechsel von Rot nach Grün. Wenn der jetzt aber halt nicht über den Bruchpunkt schließt, ist das, glaube ich, dann halt auch durchaus ein weiterer Hinweis dafür, dass der Markt halt eben eher runterdrücken sollte. So, gucke ich nur mal kurz, warum ich hier kein Volumen drin habe. Mal schauen, was ich da vergessen habe einzustellen. FDAX, den brauchen wir hier natürlich dann schon. So, okay, jetzt haben wir wenigstens richtiges Volumen hier am Start. Also da jetzt gerade der Point of Control, ja, ich weiß, es ist ein bisschen klein, ich brauche aber hier mal ganz kurz den Überblick. Wir schließen jetzt wahrscheinlich genau daran, ne? Also an der 17.043. Das würde dann eher bedeuten, ich warte mal zumindest mal halt irgendwie ein paar Sekunden oder eine Minute ab, bevor ich da halt reingrätsche. Also 17.043 ist auch genau der Punkt, an dem das Framing gewechselt hat. Und wenn wir aber darunter schließen, also hier in dem Bereich, 7 Sekunden hat er noch, man weiß ja nicht, was kommt. Ich lasse mal die Maus hier, den Finger hier auf der Maus. Und 9 Uhr ist es, wird wahrscheinlich erstmal kurz nach oben zucken. So, es passiert erstmal nichts. Mal gucken, was er jetzt macht. Na, da kommt ja gar nichts. Also, mal kurz warten. Also, für meine Begriffe ein kleines bisschen zu hoch. Auch wenn er jetzt irgendwie erstmal runtergeht, aber ist jetzt, glaube ich, irgendwie erstmal keine gute Idee, da direkt rein zu grätschen. Weil dafür ist es halt zu undeutlich. Und hat eben der Schlusskurs, Anfangskurs zu hoch. Und man sieht jetzt halt hier, ne, er steht halt genau dazwischen. Also einmal hier unterhalb der 065 und einmal oberhalb der 043. So, und da geht es jetzt darum, dann rauszufinden, welche Richtung es dann am Ende werden wird. Auch wenn er jetzt gerade erstmal nach oben zuckt,
heißt es noch nicht, dass es arg weit kommt. Das heißt, ich würde halt hier ab der 0,65 dann wohl dagegen halten. Die 0,77 war die Marke im Daily. Man kann ja da irgendwie erstmal klein anfangen. Man muss ja nicht direkt da mit einer Riesenposition dann halt rein. Auf der anderen Seite drückt er sich halt irgendwie nach unten weg, hier Richtung den Lows. Und dann würde ich halt da versuchen, irgendwie in einem kleinen Rücklauf dann dort halt irgendwo dagegen zu gehen. So, Vola bis jetzt überschaubar, aber gut, es ist eine Minute um. Und die Frankfurter sind ja auch nicht die Amis. Und von daher, die sind ja auch eher mal ein bisschen höflich und zurückhaltend und hauen nicht irgendwie oder rühren nicht direkt mit einem großen Löffel die ganze Suppe in der ersten Sekunde um, wie es bei den Amis halt immer irgendwie der Fall ist oder meistens der Fall ist. Da knallt er halt irgendwie mal in Sekunden irgendwie 50, 60 Punkte rauf und dann nächste Sekunde 40 Punkte runter und die Deutschen sind ja halt eher so ein bisschen anständig, langweilig kann man bezeichnen, wie man will. Ich finde Wohler natürlich generell gut, auch wenn sie ruppig ist. Und weil man dann halt eben auch schnell Bescheid weiß, okay, klappt oder klappt halt nicht, ne? Und hat dann auch relativ schnell nochmal die nächste Chance, da halt nochmal reinzugehen. So, also wie erwartet, wie vermutet, drückt er sich erstmal nach oben weg. Kann natürlich jetzt auch wieder sagen, ja, warum bist du da nicht long gegangen, wenn du es eh vermutet hast? Ja, weil ich das eigentlich nicht will. Also weil halt, ich halt sehe halt immer noch in der Hauptsache, dass wir unter den Supports von gestern stehen und ich erstmal auch glaube, dass eben basierend darauf unsere primäre Richtung zu 10 Uhr hin nach unten sein wird und nicht nach oben. Ne? So, deswegen bin ich auch erstmal hier nicht bei Long dabei. Wann sich das ändert, also ne, ich will mich jetzt hier nicht komplett verschließen vor Long, das auch nicht, aber die Kriterien dafür sind halt noch nicht da für meine Begriffe. So, mal gucken hier. Ich versuche jetzt hier erstmal alles im Auge zu behalten, was irgendwie möglich ist. Also alle Timeframes und auch zu sehen, versuche herauszufinden, ob ich da irgendwas übersehen habe. Ja, was ich halt jetzt natürlich hier im H1 natürlich ganz klar sehe, ist halt, das Framing hält. Das ist aber normal, ja. Das ist ja halt das, was ich auch immer sage. Wenn der erstmal das Framing umgedreht hat, ist er kein Freund davon, egal ob jetzt der DAX oder DAO. Das direkt einfach nochmal umzudrehen, und zu ignorieren. Das ist eigentlich nicht so typisch. Deswegen ist es halt auch okay, dass ihr erstmal raufdrückt. Aber was mir jetzt hier auffällt, was ich gerade noch sagen wollte, ist, dass wir halt hier die Extension haben bei der 0,70. Also vom nach Long getreten Framing. Das heißt, dort würde ich dann auch erstmal mit Short nochmal ansetzen. Vorher glaube ich erstmal nicht. Lass den erstmal machen und guck mal, was das werden soll. Geht nämlich hier gerade so an die letzten Hochs von der Amateurstunde, also von der 8 bis 9 Uhr, geht er gerade mal irgendwie dran und irgendwie knapp drüber. Und wenn wir jetzt hier so einen schnellen Push kriegen nach oben, an die, da wo halt jetzt eben auch die Order liegt, hier rein in die Extension, in Richtung von der Eröffnung vom Tag, dann wäre das jetzt, glaube ich, wenn so wie gesagt so ein Push dabei ist, dann wäre das schon so ein Ding, wo ich dann halt sage, ja gut, da gehe ich jetzt erstmal dagegen und dann mal sehen, ob das eine gute Idee ist. So, da sind wir auch gleich. Positionsgröße halte ich überschaubar. Ne? Also 3 ist jetzt hier nicht der Weisheit letzter Schluss, aber daran bitte ähnlich orientiert. Ich würde halt hier bis 10 halt auch mitgehen. Ne? Und deswegen werde ich auch gleich den Stop, der jetzt wahrscheinlich ja automatisch gar nicht geguckt, aber der steht, glaube ich, bei 15 oder 20 Punkten, den werde ich auch, sobald das gefüllt ist, auch hier direkt verschieben. So, die ersten 5 Minuten stehen hier relativ stabil erstmal im Raum. Ist vielleicht ein bisschen früh sogar hier da reinzugehen. Hier oben ist der Kassaschluss von gestern. Das versucht er natürlich jetzt irgendwie auch erstmal dicht zu machen. Wir kommen aber hier, und das darf man halt auch nicht unbedingt komplett unterschätzen, mit einem Downgap halt auch rein, also aus Sicht vom Kassamarkt. Ne? Und das ist nicht unbedingt ein Long-Signal. So, hier haben wir, sieht man ja deutlich, ne? Im Stundenchart genau oben die Extension. Aber trotzdem darf er da auch mal irgendwie kurz drüber laufen. Also vor allen Dingen halt auch, um hier die ersten 5 Minuten, die er da halt so in den Markt gestellt hat,
um die halt wenigstens zumindest ein bisschen zu überbieten, und dann können wir immer noch korrigieren. Und dann würde ich halt versuchen, da mitzugehen mit der Korrektur, wenn er es dann halt eben macht, ne? Schade wäre natürlich, wenn jetzt hier irgendwie gar nichts mehr halt irgendwie kommt und irgendwie der Markt dann jetzt zurückdümpelt. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Was mir halt natürlich auch ins Auge sticht, ist genauso der M15, der hier nämlich vorher wieder nach Rot gedreht hat, also genau entgegengesetzt von dem H1. Und der versucht natürlich auch über seine Extension in die andere Richtung davon zu kommen. Das heißt, das wäre halt für mich dann wiederum ein Indiz dafür, warum es zum Ende der 15 Minuten dann halt eben auch durchaus nach unten gehen darf. Ne? Und ich muss, das ist klar, bitte nicht nachmachen, das ist auch klar. Der Risikohinweis ist ja nicht nur pro forma, der ist ja auch wirklich so gemeint. So, das muss natürlich schon jeder seine eigene Entscheidung treffen. Ich weiß, wir haben halt natürlich auch, man hat man ja am Freitag schön gesehen beim Live-Trading. Das war ja halt echt vorbildlich, ne? Da ist der halt direkt irgendwie zur S-Eröffnung in der ersten Sekunde dahin gesprungen, wo er sollte, und hat in der zweiten Sekunde gemacht, was er sollte. Und so ist es dann halt leider nicht immer. Und zumal ich halt hier jetzt auch natürlich gedanklich da bin, wo auch die Fragen sind, die hier im Chat reinkommen, nämlich gute Frage, ist der Handel von gestern, inwieweit ist der relevant? Beziehungsweise die Frage wurde anders gestellt. Nämlich ist halt, wie gehst du mit Tagen wie gestern um? Sind die Marken wie Tageshochs und Tiefs unwichtiger als sonst? Ne? Also das heißt, das muss ich ja halt hier auch genauso rausfinden und halt sehen, versuchen zu sehen, wie der Markt dann jetzt eben damit umgeht. Ne? Also mit dem Vortag. Wie relevant ist es jetzt wirklich? Und momentan sieht man da halt noch nichts. Außer dass er halt eben hier irgendwie so mehr oder weniger auf der Stelle steht und versucht, irgendwie halt hier das Framing im kleinen Timeframe umzudrehen, das Framing im H1 zu halten. Der H1 hat aber halt noch Zeit, der M15 allerdings nicht mehr viel. Deswegen würde jetzt ein Push kommen, dabei bleibe ich jetzt auch erstmal. Kommt jetzt ein kleiner Push nach oben, halte ich sofort dagegen und schließe mich dem M15 an. Und eben in der Annahme, dass wir halt erstmal nochmal zurücksetzen. So, aber jetzt hier irgendwie genau bei der 065, ne, was ja halt der eigentliche Punkt ist, halte ich so, weiß nicht, ob das gut ist, halt hier direkt reinzugehen. Ne? Das ist halt so die Frage. Es ist natürlich die eigentliche Marke, um die es halt geht im H1, für meine Begriffe. Aber ich warte hier trotzdem mal kurz. Ich muss, also auch wenn es natürlich immer verlockend ist, und so ein bisschen FOMO-Feeling sich ja dann auch immer einstellt, aber man muss nicht unbedingt hinterher springen. Ne? Sondern wichtiger ist, finde ich, immer halt auch so ein bisschen Sicherheit zu bekommen und vielleicht auch eine Bestätigung in Form von einer größeren Order, die jetzt zum Beispiel dann im Orderbuch halt irgendwie poppen könnte. So, der Richie schreibt, also ich bin schon mit 2 von 3 Positionen short. Das ist sehr schön. Du musst aber auch nicht live das Ganze zeigen. Ja, von daher, ich will ja halt hier auch irgendwie das so gewissenhaft wie möglich machen. Hier geht es bestimmt nicht darum, irgendwie, dass ich mich nicht blamieren will. Das sowieso nicht, das ist klar, aber das würde ich auch nicht mit einem Verlust machen, aber halt eher mit einer falschen Entscheidung. Ne? Und die will ich halt schon hier für mich im Live-Trading dann halt zumindest begründet wissen, sodass ich halt nachher auch sagen kann, ja, die Entscheidung war richtig. Und aber trotzdem hat auch jede noch so hohe Wahrscheinlichkeit natürlich einen Anspruch und das Recht darauf, in die ungünstige Richtung sich am Ende zu entwickeln, weil es gibt ja halt eben keine 100%. So, also, immer noch nichts passiert. Sieht auch fast so aus, als würde halt irgendwie bis 9:15 Uhr nicht mehr so wahnsinnig viel kommen. Ne? Außer halt eben hier auch wieder nett, aber reicht mir halt eben nicht. Deswegen bin ich da auch noch nicht dagegen gegangen, dass er auch hier im M15 jetzt einfach sich erstmal nur in der Extension festklemmt. Und es schon sein kann, dass der versucht, das halt jetzt nochmal direkt hier auf Anfang zu ziehen und dann der H1 dann eben doch nachher nach unten auflöst. Aber hier ist halt keine Vola, ne? Also. Wir können ja irgendwie abstimmen, so, ob ich short oder long gehen soll.
Das wäre natürlich eigentlich auch mal ziemlich cool, ne? Wenn man sowas da mal macht und dann halt irgendwie so lange das ganze Ding durchhält, bis der Trade mindestens wieder bei null ist, wenn es vorher komplett falsch war. Ja, noch warten, ne? Der Bernstein ist bestimmt long, der alte Kontra-Trader. Andreas, bist du long? Ohne Wohler kein Short, ja. Auch ein guter Punkt. Weil Short muss schon schnell gehen, ne? So, 065 scheint also die Reise hier nach unten irgendwie so zu drücken. Ich warte trotzdem mal noch kurz. Hier läuft nichts weg, hier brennt nichts an. Hier brennt nichts an. Wir stehen im M5, ja, das ist der kleinste hier von allen Kandidaten. Im grünen Framing, wir stehen im M15. Das hat schon, das sieht man ja halt hier jetzt wieder, wo er jetzt gerade wieder steht im M15. Aber er versucht es natürlich jetzt auch hier im M15 auch nach grün zu drehen. Deswegen warte ich da jetzt mal kurz ab, was das hier werden soll. Also wenn er wirklich jetzt irgendwie im M15 dann da oben raussticht, dann kann man das vergessen bis 9:30 Uhr. Und deswegen bin ich da halt echt gerade sehr zurückhaltend. Generell nochmal, bin ich ein Freund davon, dass wir halt erstmal nach unten laufen. Da bin ich absolut immer noch ein Freund davon. Aber am besten erst, wenn der Blödsinn hier beendet ist und wenn sich dann halt eben dann das Ganze so darstellt nach dem Motto, okay, wir haben es oben versucht, war nett, aber war wohl nichts. Also gucken wir erstmal unten. Und das will ich halt hier erstmal sehen, bevor ich da halt irgendwie komplett blind dagegen halte. Meine Indizien haben wir genug. Nämlich vor allen Dingen halt hier diese Wirkungsumkehr, die für mich absolut relevant ist. Und dass der jetzt halt oben hier genau in der Extension da gedreht hat. Ja, das ist, ich will jetzt nicht sagen, da würde ich immer so dagegen gehen, sonst hätte ich es ja gemacht. Aber das ist dann schon außergewöhnlich. Also nicht außergewöhnlich, aber reicht mir, würde mir jetzt halt nicht reichen, hat mir ja nicht gereicht, um da oben halt direkt dagegen zu halten. Ich will schon so ein bisschen Bestätigung sehen, auch wenn das halt hier jetzt gleich mein Risiko natürlich nach oben hin erhöht. Das ist aber okay. Aber ich will halt eben auch sehen, dass der Markt das macht, was ich vermute. Und da war ja halt eben gerade eine Geschichte, dass der M15 halt eben es nicht nach oben raus schafft, weil das Framing hier auf Rot ist. Und dass der M15, das habe ich auch vor 2 Minuten gesagt, da wahrscheinlich jetzt erstmal wieder hier unten hinlaufen wird. Ich hoffe, ich habe es gesagt. Ich habe es zumindest gedacht, hier unten in Richtung Eröffnung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel da drunter schließen, dann ist das halt irgendwie dann erstmal für mich eine relativ sichere Kiste oder zumindest mal sauber und irgendwie Anhaltspunkt genug, um dann zu sagen, okay, jetzt mache ich mal irgendwie die erste Position auf und guck mal, ob wir das Ding dann halt darunter gezaubert kriegen. Ja, der Bernstein hat gar nichts gesagt, ne? Ist er denn long oder ist er short? So, also ich habe den Finger hier oben auf dem Knopf, wie man sieht. Ich will auch, glaube ich, direkt mal hier unten einfach mal eine Short Stop erstmal hinsetzen unter die Lows. Also wenn er hier nach unten wegdreht, wobei Short Stop natürlich auch immer, wenn es irgendwie schon am Drücken ist, nach unten so ein bisschen risky ist, aber okay. Ne, wir können ja auch skalieren die ganze Nummer. So, jetzt hoffe ich nur nicht, dass er jetzt irgendwie hier oben in grün schließt, den M15, weil dann habe ich ja auch eben gerade gesagt, ich wiederhole mich hier die ganze Zeit selber, dann kann es halt wirklich sein, dass wir bis 9:30 Uhr noch zu warten haben. Naja, werden wir dann sehen. Weil das ist hier halt schon noch ganz schön irgendwie ganz recht oder ganz schön unaussagekräftig. Gibt es das Wort unaussagekräftig? Ja, ne? Heute Sieht für schon. mich nach. Bitte? Sag, heute gibt es den Begriff. Okay, ja. So, also M15 in grün. Das ist nicht gut. Also wie man hier sieht, so, das heißt, der wird jetzt höchstwahrscheinlich nochmal versuchen, nach oben zu drücken bis 9:30 Uhr. Das ist schon sehr, sehr gut möglich. Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich 15 Minuten hier noch ziemliche Langeweile angesagt. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie nach unten wegkippt. Aber auch auf der anderen Seite, wenn man hier sieht, wie das halt da oben halt irgendwie bremst, auch kein Grund für Long, ne?
Also der oder die Oleron sieht für mich nach bullischer Flagge seit freitags hoch aus. In welchem Timeframe? Zacker fragt gerade, warum ist 39 eine so relevante Zeit? Ich nenne sie immer, oder ich habe sie mal vor langer Zeit die Knoppers-Fraktion getauft. Also ihr kennt vielleicht noch die Werbung von früher. Wie ging die nochmal? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie. Frühstück in 9:30 Uhr in Deutschland. Und das war irgendwie die Knoppers-Werbung. Deswegen ist für mich die Knoppers-Fraktion. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum es relevant ist. Nein. 9:30 Uhr hat man halt einfach schon oft gesehen, dass da halt Wohler aufkommt oder beziehungsweise der Markt eben 9:30 Uhr die Richtung dann halt erst tatsächlich mal einschlägt. Das hat man wirklich schon sehr oft gesehen. Es ist halt einfach ganz simpel ausgedrückt auch die Hälfte von der Eröffnungsstunde. Warum das so ist, weiß ich nicht. Also es könnte schon sein, dass da halt eben so ein paar Kandidaten halt irgendwie auch dann irgendwie bis erstmal gucken, so was gibt uns der Markt. Und sich das eine halbe Stunde anschauen und dann halt eben erst die größeren Entscheidungen treffen. Das haben wir halt echt tatsächlich schon sehr oft gesehen. Und wäre natürlich jetzt auch hier für mich wegen dem Framing im M15 logischerweise entscheidend, ne? Weil das halt hier jetzt irgendwie gerade wieder nach Norden gedreht hat. Man hat auch gesehen, das Framing hat halt hier durchaus eine Rolle mitgespielt. Deswegen wäre es für mich dann auch wichtig zu sehen, okay, was macht das Framing dann eben halt auch um 9:30 Uhr? Ja, ich weiß, das klingt so ein bisschen abstrakt jetzt. Das ist mir schon klar. Aber das kann natürlich auch jeder sehen, wie er will. Aber für mich ist der M15 schon so ein Timeframe, der halt irgendwie recht oft eine gute Richtung irgendwie vorgibt. Also jetzt irgendwie für so Intraday-Tendenzen, also kurzfristige Intraday-Tendenzen. Man kann auch zum Beispiel sehr oft den M15, wenn der Markt halt irgendwie eine klare Richtung hat, den M15 am besten in den Trail schicken. Also der dauert ja natürlich logischerweise nicht so lang wie der H1 und sehr, sehr oft funktioniert das recht akkurat. Ne? Und deswegen, also das sind natürlich dann irgendwo Erfahrungswerte, die auch jeder auch mit sich selber irgendwo ausmachen muss oder halt sich mal angucken darf, bevor da halt irgendwie eigene Entscheidungen getroffen werden. Aber das ist halt eben tatsächlich die Beobachtung, also über Jahre halt eben, dass der M15 schon immer so der erste saubere ist, ne? Der M5, auf den will ich halt nicht viel geben, außer wir haben irgendwie gerade einen Squeeze am Laufen. Dann kann auch der M5 dann mal herhalten. Also das Framing, das sich dann halt im M5 fortsetzt. Aber halt für andere Strecken ist der M15 durchaus relevanter. Ja, für die, die später dazugekommen sind, ja, ich weiß, hier ist noch kein Trade gestartet, weil der Markt halt mir viel zu unaufgeräumt halt hier scheint. Und halt hier auch recht unentschlossen. Hier lag auch gerade noch eine Short Order, die habe ich aber ganz bewusst gerade auch wieder weggenommen. Eben wegen dem Framing vom M15. Und in der Regel ist das auch kein Fehler. Wenn er jetzt halt irgendwie hier das Ding nach unten beendet, dann wäre es halt eine von den berühmten Ausnahmen, auf die man in der Regel halt nicht bauen sollte. Was man aber klar sieht, ne, ist halt hier. Wir kriegen jetzt schon so ein bisschen Druck nach unten. Ich will ja auch runter, aber ich will aber auch irgendwo reinkommen vernünftig. Ne? Und ich glaube halt jetzt hier short zu gehen, wäre ich jetzt kein Freund davon. Aber so gar nicht. Sowas von überhaupt nicht. Also generell, ne? Generell sieht man natürlich schon sehr deutlich hier, dass diese Wirkungsumkehr und die ursprüngliche Aussage von meiner Seite Richtung Short schon ihre Berechtigung hat. Was mir halt nicht gefällt und was mich jetzt auch einfach wirklich abgehalten hat, ist halt dieses Framing im M15. Das finde ich halt so ein bisschen, naja, Schweinkram ist das für meine Begriffe dann tatsächlich, ne? Und jetzt stehen wir halt hier auch eben an der Extension nach unten. Gefällt mir auch nicht. Überhaupt nicht. Und im Orderbuch zeigt sich auch nichts. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig, der Markt hier. Und ich hoffe nicht, dass es jetzt ein Live-Trading wird ohne Live-Trades, ne? Weil der Markt mir halt nicht gefällt. Aber auch manchmal muss man ja auch leider irgendwie entscheiden. Sich zurückzuhalten, das ist natürlich irgendwie nicht unbedingt, was ich mir beim Live-Trading-Webinar beziehungsweise Livestream halt vornehme, das ist halt auch klar. Aber das ist für mich halt kein Bild, mit dem ich in irgendeiner Form vertraut bin.
beziehungsweise wo ich für mich jetzt irgendwas ableiten würde. Eher noch, dass er jetzt hier wieder rauftreten, dann wieder auf Anfang läuft. Das wäre noch sowas, wo ich sage, gut, das kann ich verstehen und nachvollziehen. Aber dass der Markt halt eben Framing irgendwie, was er hier gerade erst nach Rot gedreht hat, dann nochmal nach Grün verlängert, dann nochmal nach Rot, Chaos. Das ist für mich blankes Chaos und nichts sonst. Okay. Oleron nur aus Showgründen was zu machen, wäre sinnfrei, ja. Ne? Also nur deswegen auf jeden Fall. Ne? Trotzdem ist es, ich mache ja kein Live-Trading, um irgendwie halt hier den Markt theoretisch zu erklären. Sondern will ja halt schon irgendwie gucken, da halt klar zu kommen. So, aber ich spinne mal ganz kurz, da ich ja momentan hier nichts unternehmen kann, spinne ich mal die Geschichte hier kurz im H1 theoretisch weiter. Also, Ansatzpunkt oder halt Zielpunkt von dem angedachten Short war natürlich hier unten das alte markante ATH bei der 17.004, wo wir hier auch, ne, auch schon mal den Support davor hatten. Und da will ich natürlich generell erstmal hin und dann von mir aus auch drunter irgendwie in einem zweiten Rutsch. Aber das wäre halt eben so ganz klar das Anlauflevel und damit halt eben auch kurz vor der Psychomarke, vor der 17.000, ne, die ja wirklich zu Genüge auch gehandelt wurde. Weiter wäre ich da jetzt auch gar nicht gegangen. Ne. Wäre natürlich jetzt gut gewesen, da bei der 065, was ja halt der eigentliche Punkt war, da jetzt drin zu sein, das wären jetzt halt eben 45 Punkte. Aber okay, mir hat das Bild nicht gefallen. Wie er sich da die ersten 15 Minuten aufgebaut hat, deswegen bin ich da jetzt erstmal nicht drin. Ist aber auch okay, wenn auch ein bisschen ärgerlich zugegebenermaßen. So, das heißt hier erstmal hin, würde auch jetzt bedeuten, dass der im H1 dann damit eben über die Extension vom Framing rausgeht. Vielleicht könnte man da sogar mal irgendwie mal. Da gucke ich die Kommentare. Da vielleicht mal irgendwie halt long gehen, über der 17.000, nicht an 17.000. Das kommt natürlich hier auch, weil das, was mir nämlich nicht gefallen würde, ne, das wäre 17.000. Also das ist irgendwie, das, ich hasse runde Marken, ich mag die nicht handeln, weil dann halt, weil da viel zu viele Fantasien immer zusammenkommen. Was war das hier mit der Brille? Ich habe die Brille von Apple und trade nur noch Profitabel. Ja. Und Market hat geschrieben, Peter, ja, die simuliert den Chart doch nur. Ja, das kann sogar sehr gut sein. Aber guter Einwand. Okay, also, das heißt hier, ne, bei der 17.004, also dieses markante ATH hier, ne, Peak von unten. Da halt irgendwie Peak von oben. Das wäre wirklich zu überlegen, ob man dort nicht sogar nochmal Long versucht, zumal es halt hier von der Extension nach unten hin schon so ein bisschen möglicherweise zu lang ist. Was mir natürlich nicht gefällt wiederum, das ist heute ganz schön widersprüchlich. Also, wer meine Live-Tradings kennt, der weiß, ich bin nicht zimperlich oder ich bin nicht zögerlich, was Trading, Live-Trading angeht, überhaupt nicht, sondern schon durchaus ein Freund davon, in der ersten Sekunde auch auf den Knopf zu drücken. Aber hier ist für mich momentan wirklich alles widersprüchlich. Ne? Und deswegen komme ich da zu keiner vernünftigen Entscheidung. Was ich nämlich gerade sagen wollte, was mir natürlich nicht gefällt für Long, ist halt hier der absteigende SMA 20. Das ist wieder sowas, wo ich sage, oha. Das ist eher dann halt wiederum ein Grund, da halt irgendwie an Short festzuhalten. Ne? Das war auch mit ein Grund eben, auch wenn ich ihn nicht erwähnt habe, da halt generell hier oben den Short zu suchen, aber ich wollte halt irgendwie noch zwei, drei Punkte höher. Naja, gut. It is, wie it is. Ne? So, jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwas passiert. Also, der M5 drückt sich hier gerade im Framing nach unten. Gucken wir jetzt hier noch irgendeinen Rücklauf kriegen. Zum Beispiel halt eben nochmal in Richtung von der Eröffnung. Das habe ich ja auch gerade dem M15 schon angedichtet, dass ich dem durchaus zutraue, nachdem er hier das überschritten hat, wieder zurück auf Anfang zu laufen. Aber mal gucken. Dann haben wir ja dann auch gleich 9:30 Uhr und vielleicht ist dann das Bild ja ein bisschen klarer. Außer wir laufen jetzt irgendwie 9:30 Uhr nochmal komplett auf Anfang zurück und stehen dann auch da oben drin. Das macht es dann halt nicht unbedingt einfacher. Aber okay, wir haben ja Geduld, ne?
Und ihr so? Also, es ist so ein bisschen, also über mangelnde Wohler darf ich mich hier nicht beschweren. Die Wohler ist okay. So, sondern dann jetzt, ich beschwere mich über gar nichts. Ja, ich stelle jetzt nur irgendwie erstmal mit Erstaunen fest, dass der Markt mich oder mir hier keine klare, keine verständliche Geschichte erzählt. Außer, dass halt eben der H1 da oben sauber reagiert hat, wie er sollte. Aber halt eben an einer Stelle, die für meine Begriffe eben halt dann 5 Punkte, ne, 6 Punkte zu tief gewesen ist und auch vorher keine Anzeichen gegeben hat, dass er das tun würde. Und klar, wenn man sich das halt mal rein, ne, von markttechnischer Sicht dann mal anguckt, das ist halt nicht so nice, ne? Also wir haben halt hier irgendwie, wenn da mal drauf guckt, da war ein Hoch, ne? Hier haben wir irgendwie gleichbleibende bzw. aufsteigende gleichbleibende Tiefs. Dann hier ein Hoch, ein höheres Hoch und dann macht er nochmal ein höheres Hoch und dann bricht er halt dann hier eben nach dem höheren Hoch mal unter das letzte aufsteigende Tief. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen Dreiecksbildung. Ne? Und das heißt ja nichts anderes, irgendwie, wir laufen mal unkontrolliert, übertrieben in alle Richtungen. Und Geduld, was ich noch lernen muss, ich bin jetzt long, ja. Ne? Ist ja die Frage, wo man hin will. Also ich zitiere hier die Kommentare. Ne? Das ist jetzt nicht das, was ich gemacht habe. Also ich sehe noch immer nichts. Ich hätte schon irgendwie, ich fände es schon gut, wenn wir jetzt irgendwie mal kurz in Richtung Eröffnung da oben nochmal vorstoßen und dann halt aber eben trotzdem hier das Framing dann am alten ansetzen in Rot, weil dass er das dann nochmal nach Grün dreht, das glaube ich nicht. Also das wäre dann halt irgendwie so. Chance, weiß ich nicht, 1 zu 1000. Weil halt eben ja auch, wenn wir hier so eine Dreiecksbildung haben, wie wir es ja gerade halt sehen, ne, die kann sich ja auch nicht unendlich fortsetzen. Das ist ja halt klar. Das heißt, die findet ja schon relativ schnell zu ihrem Ende. Und deswegen, wenn wir jetzt halt hier im M5 sieht man es jetzt ein bisschen deutlicher. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine, ne, mit Dreiecksbildung. Also ich bin jetzt zwar kein Freund von Diagonalen, das hat auch nichts mit Diagonal-Trading hier zu tun, aber was halt eben hier ganz klar ersichtlich ist, mit bloßem Auge, auch ohne dass man Linien malt, das ist halt das hier, ne? Dass der sich halt hier einfach in alle Richtungen ausdehnt. So, und wie gesagt, das kann er nicht ewig machen, zumindest nicht in einem Rahmen, der halt irgendwie zeitlich noch halt hier irgendwie reinpasst. Und weil dazu müsste die Vola und das Volumen ja quasi halt exponentiell zunehmen. Und das geht natürlich nicht, oder das würde er halt nicht machen. Deswegen ist davon auszugehen, wenn dieses Gebilde, also diese Ausdehnung in beide Richtungen, sich jetzt in eine Richtung halt deutlicher darstellt, dass die dann eben auch beibehalten wird. Ne? Und deswegen kriegen wir jetzt zum Beispiel jetzt hier so eine Bewegung halt hier zurück an Anfang von hier, ne? Oder in Richtung vom Anfang. Hier zum Beispiel dann auch SMH20. Oh, gelb ist natürlich klasse zu erkennen bei euch. Dann halt hier auf den Anfang. Was haben wir hier für eine Farbe? Irgendwas ist ja egal. So, in Richtung SMA20, der dann gleich hier runterkommt, dann würde ich da definitiv dagegen halten. Und dann halt eben drauf bauen, dass wir halt eher nochmal nach unten dann halt eben wegbrechen, statt nach oben. So, 9:30 Uhr haben wir jetzt. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt einen kleinen Rücklauf hier bekommen, an dem man sich anschließen kann, oder ob er jetzt direkt nach unten wegrennt. So, direkt nach unten wäre natürlich wieder schwierig. Aber trotzdem vielleicht ein Ding, wo ich da bei wäre, weil wir stehen hier schon relativ deutlich da unten im H1. Da will der halt schon irgendwie drunter, ne? Sieht man ja. Hattest du die Frage gesehen, was deine Einschätzung ist, wenn der Markt im H1 unter 17.000 schließt? Dann gucken wir gleich mal noch irgendwie drauf. Ich versuche jetzt, weil so weit habe ich ja noch gar nicht gedacht. Ich bin ja erstmal bei der 17.004. Und was dann halt weiter wird, muss man halt mal sehen. So, ich versuche jetzt erstmal hier den Short dann in irgendeiner Form zu erwischen. Also wir stehen hier unter dem Value Area Low, ne? Das heißt, der versucht sich auch hier gerade auf der Unterseite zu etablieren. Ich mache das jetzt anders. Ich gehe jetzt hier erstmal mit einer Teilposition direkt Short rein und habe natürlich jetzt ein höheres Risiko. Das ist halt klar, ne? Aber ich versuche jetzt einfach halt hier nur die H1 mit zu komplettieren, die für mich momentan erstmal die Richtung einschlägt, die sie auch einschlagen soll. Und auch
auf dem M15 passt es erstmal, halte ich erstmal für relativ risikofrei. Und es kann natürlich jetzt sein, dass ich hier nochmal, dass er jetzt dann halt eben auch meinem Wunsch folgt und dann halt eben hier in die Mitte bei 17.043, also Richtung Eröffnung nochmal zurückläuft. Das kann natürlich jetzt sein. Ich glaube aber nicht, dass der M15 jetzt hier komplett nochmal nach Norden dreht. Das wäre so ein bisschen zu viel des guten Chaos, was der DAX hier gerne hinlegen möchte und auch was, was ich eigentlich noch nie gesehen habe. Und deswegen habe ich da jetzt erstmal keine Schmerzen mit hier skaliert dagegen zu halten. Aber okay, der hat jetzt natürlich dann trotzdem ein bisschen Zeit, auch wenn natürlich hier CRV, wenn wir jetzt nur diesen einen Fill kriegen und den anderen nicht mehr, ist natürlich das CRV schlecht. Aber gut, CRV ist im Zweifelsfall auch nicht alles. Und dafür ist meine Chance für meine Begriffe hier aber auch höher. Und deswegen würde ich da halt erstmal da unten trotzdem dann auch irgendwie entweder direkt hier mit dem Trail rausgehen oder eben halt sogar manuell oder halt den Stop manuell hinterherziehen. Mal gucken. Ja, das ist so die Stelle, wo ich erstmal hin will. Kann natürlich jetzt sein, dass sie sich hier irgendwie das Ganze über 10 Uhr dann hinwegzieht. Das ist natürlich genauso möglich. Ne? Das ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, nochmal, ich glaube nicht, dass wir das, was wir hier sehen im M15 nach der ersten Vermeierei, die wir hier gehabt haben, dass jetzt die zweite Vermeierei kommt, die dann eben halt direkt jetzt nochmal bis 9:45 Uhr komplett darauf läuft und dann dort auch schließt. Da wette ich dagegen, dass das so kommen wird. Wo ich nicht dagegen wette würde, ist, dass er halt irgendwie sich hier nochmal raufschleicht und dann halt irgendwie bis 11 Uhr da oben rauskommt. Das ist eine andere Nummer, ne? Sondern nochmal hier, damit man das versteht, also mit dieser Dreiecksbildung nochmal, ne? Klar kann der das Dreieck auch theoretisch nicht unendlich, aber noch sehr lange fortsetzen, immer weiter ausdehnen. Aber was halt auch klar ist, die Strecke wird ja jedes Mal weiter und damit wird auch die Zeit viel länger, die gebraucht wird, um halt eben nochmal das andere Ende dann halt eben zu erreichen. Das meine ich halt mit der Aussage, das ist halt einfach so eine mathematische Kiste. Das geht nicht unendlich innerhalb vom gleichen Tempo. Ne? So ist es eigentlich dann halt ja, vollständig die Aussage. So, das heißt, es gibt einem dann auf der anderen Seite dann halt wiederum dann auch Zeit. Okay, ich denke, das war verständlich. So, und dann kam jetzt die Frage, was machen wir denn, wenn der Markt irgendwie unter 17.000 schließt. Ja, ich würde sagen, Short gehen, oder? Also, mal gucken. Hier auf das andere Bild. Hier mal klein. So, und dann erstmal aufs andere Bild. Nein, da wollte ich nicht hin. Sondern da. Also, was machen wir, wenn der Markt unter 17.000 schließt? Also, im H1 finde ich 17.000 ehrlich gesagt nicht wirklich relevant. Ne? Wenn ich das mal angucke, das ist ja nur irgendwie so ein Ding dazwischen, so ein Psycho-Teil dazwischen. Die Frage ist eher halt, ne, ich meine, deswegen ist es auch völlig legitim, dass der hier halt erstmal ordentlich bremst. Also erstmal haben wir hier die Extension wieder. Ne? Also das ist natürlich schon jetzt so ein bisschen interessant. Ne? Einmal die Extension oben, einmal die Extension unten. Und das ist natürlich irgendwie schon, ja, okay, kann man mal machen. So, was der jetzt natürlich versucht, ist halt hier dieses letzte Low zu halten. Das ist ja eben bei der 17.004, als eben halt hier die Wirkungsumkehr über der 17.043 zu halten. Das versucht er irgendwie alles gerade gleichzeitig, ne? So wie das halt aussieht. So, und das heißt, wenn die aber dann halt mal gescheitert ist und dann ist das irgendwie gar nicht so die große Frage, was ist unter der 17.000, sondern was ist, wenn das hier gescheitert ist, ne? Deswegen wäre für mich ein Schlusskurs unterhalb zum Beispiel jetzt hier unterhalb, also das Framing, das heißt also Schlusskurs unterhalb 17.30 hat für mich wesentlich mehr Aussagekraft als ein Schlusskurs unter der 17.000. Ne, weil dann halt einfach halt hier die Wirkungsumkehr gescheitert ist, weil wir unter dem Low dann stehen, beziehungsweise an dem Low unter dem Framing. Das heißt, wir schließen am alten Framing nochmal an. Das heißt, das wäre für mich eigentlich eher viel mehr entscheidend, was er halt eben dort macht, wenn wir also hier schließen. Und dann wird auch das hier wahrscheinlich nicht mehr halten oder vielleicht halt ein bisschen bremsen, aber dann hat das viel größere Chancen, dann halt zu kippen, dass wir dann halt nochmal die 16.960 dann halt irgendwie nochmal sehen, die er halt wesentlich interessanter fand, insgesamt auch vom Volumen her, als die 17.000, ne? Die letzten Tage, Wochen. Ich weiß gar nicht, wie lange der da dran geklebt hat. Gucken wir uns das Ganze mal im Daily an. Und gucken, ob wir da irgendwas finden. Und da wäre dann halt eben auch
Ah, hier 960, da unten ist es doch schon wieder. Hier im Framing Unterseite. Das heißt, da ist auch SMA20 im Daily und hat eben auch der Anfang von der letzten Aufwärtsbewegung, also wesentlich interessanter als die 17.000 selber. Da bin ich mir allerdings ziemlich sicher, dass das so ist. Und ne, sieht man ja hier deutlich. Also da ging die Bewegung halt wieder los. Und die 17.000 an sich war halt nie so wirklich großartig interessant, sondern halt immer eigentlich eher so die Dinge halt drumherum. So, ich wurde also ein zweites Mal gefillt. Okay, das ist ja grundsätzlich erst schon mal gut. Es hat im Hintergrund gerade geklingelt. Gucken wir uns das mal an. Also, das war dann der Punkt, wo ich eigentlich hin wollte. Ne? So, da kann man jetzt wieder sagen, hättest du mal Geduld gehabt. Ja, ne? Ist meistens so. Eigentlich gibt es ganz oft keinen Grund, halt irgendwie nicht zu warten. Aber okay, generell ist er jetzt hier erstmal dem Wunschfahrplan gefolgt und setzt hier unten an, also beziehungsweise am SMA20 im M5, damit nochmal auf der Eröffnung. Man hat jetzt natürlich maximal Luft, eben halt auch bis darauf, nochmal an den Anfang von dem Framing hier. Ich würde aber darauf bauen, dass wir zumindest, auch wenn wir irgendwie den H1 nicht komplett nach unten auflösen, aber dass wir zumindest dann doch nochmal hier runterkommen, irgendwo in Richtung von den Lows. Und dort dann halt mal versuchen rauszukommen nach unten, eher als nach oben. Das wäre zumindest so mein frommer Wunsch an der Stelle und das werden wir jetzt halt mal sehen, ob das funktioniert. Aber zumindest haben wir jetzt hier mal was zu tun. So. Also eben nur theoretisch halt zu quatschen. Habe schon meine Monitore besucht, jetzt sehe ich klar. Okay. So, ja, was man jetzt hier auch. Ah, ich rede mal nicht so viel. Nelson, erzähl du uns mal was. Ich mache hier mal. Tatsächlich ist das sehr ruhig hier im Chat, auch bei uns hier im Ja, GoToWebinar. ich lasse ja keinen zu Wort kommen. Ich laber ja nur. Das ist so. Hier Du kommt noch mal eine darfst. Frage. Ja, ich gucke, ob wir tatsächlich hier noch irgendwie offene Fragen haben, auch auf YouTube, aber aktuell nicht. Ist jetzt eine Frage reingekommen, aber bezieht sich eher auf den DAO, ob du dann auch nachher noch mal drauf schaust. Ja, klar. Na klar, doch, bespreche ich nachher noch im kurzen Forecast den DAO, was der da halt eben machen könnte. So, jetzt mal gucken, ob das, was ich gerade gesagt habe, vor einer Minute dann jetzt so eintrifft, dass eben der M15 hier oben rechts, dass der nochmal auf Anfang kommt von der Bewegung. Dann kann man nochmal dann nämlich auch überlegen, nehme ich die halt diese zweite Position nochmal raus. Na, da sind wir jetzt ja auch gleich hier unten am VRL. Komm, nehmen wir doch mal raus. So, das heißt, mein Break-Even rutscht hier gerade nach oben. Die Position ist erstmal safe. Nur weil es ja halt eben nicht so klar ist, das Bild. Und deswegen ist halt hier auch völlig sinnvoll, das Risiko jetzt halt irgendwie da nicht auszureizen. Ne? Sondern die Sachen, die halt für meine Begriffe oder ne, aus eigener Sicht, nicht nur für meine, das gilt ja für euch mit eurem Handelsansatz genauso, die Sachen, die ihr für safe haltet, ne, die kann man ja dann auch irgendwie machen und auch irgendwie da guten Gewissens drin lassen und safe war jetzt für mich die Reaktion von hier oben, von der Eröffnung eben bis runter an den Anfang. Das ist das, was sowas, was ich da halt irgendwie guten Gewissens als safe bezeichnen würde. So, und aber mehr jetzt erstmal nicht. Ich weiß es nicht, ob der nicht sich doch hier im Rahmen von der Stunde hier einpendelt oder ob der wirklich nach unten rausgeht. Das ist halt eben was, das ist nicht safe, ja. Und deswegen habe ich da jetzt die zweite dann auch nochmal aufgelöst und gucke jetzt erstmal weiter, wie sich das Ganze hier entwickelt. Dadurch ist eben mein Break-Even von ursprünglich hier von der 17.028 raufgerutscht auf die 17.045. Das heißt, ich habe mein Break-Even hier um 17 Punkte gerade verbessert. Habe ich richtig gerechnet? Ja, ne? Um 17 Punkte verbessert, dadurch, dass ich den halt hier an einer vernünftigen Stelle skaliert habe. Wie wird das Wetter heute? Das ist auch eine gute Frage. Also Peter fragt hier, verbilligen, wenn der DAX weiter steigt. Ne, habe ich ja gerade beantwortet. Also das ist, verbilligen ist immer so ein bitterer Ausdruck. Verbilligen ist ja eigentlich eher, bezieht sich ja auf, wenn man halt irgendwie in Aktien investiert ist und die billiger einkauft, dann wieder die Dips nutzt. Und das ist ja eigentlich verbilligen. Ne? Das, im Daytrading finde ich den Begriff immer so ein bisschen schwierig, zumal auf einer Short-Position. In der Form natürlich ja auch nicht wirklich anwendbar, ne? Sondern skalieren ist da halt der bessere Ausdruck.
Weil verbilligen würde ja, also verbilligen bei Short, umgekehrt würde ja bedeuten, ich lege einfach nach, ne, bis zum geht nicht mehr und löse aber nichts mehr auf. Aber skalieren oder der Unterschied ist ja halt eben der, dass skalieren ja auch bedeutet, dass ich Positionen ja auch wieder rausgebe und dann halt eben so, wie ich es ja hier gerade gemacht und gezeigt habe, meinen Break-Even damit an eine bessere Position dann halt schiebe, aber gleichzeitig eben das Risiko im Auge behalte. So, wir lassen den jetzt hier mal machen, wir lassen den mal in Ruhe. Ich gucke mal, ob es noch eine höhere Stelle gibt. Also, was noch denkbar wäre, ist hier oben dieser Spike, die 17.095. Das ist eben auch hier das Hoch, beziehungsweise die Eröffnung von der M15 Abwärtsbewegung. Da könnte man dann halt irgendwie nochmal einen reingeben. Den lasse ich jetzt auch mal kurz da liegen. Falls er den irgendwie noch abholt, würde ich den auch nochmal schnappen. Aber dann halt auch dort noch irgendwie sehen, was der Markt oder wie er halt dann damit umgeht. Ich lasse erstmal da liegen. Wir gucken mal zwischendurch, wir nutzen mal kurz die Zeit und gucken uns mal die anderen Märkte an. Also der DAU war ja hier noch die Frage, was mit dem nämlich dann halt eigentlich ist. Ah, Quatsch, das ist der falsche. Moment, ich will eigentlich hier hin. Bin ich hier richtig? Ja, ne? Genau. Also der DAU, da wollten wir irgendwie auch noch drauf gucken, was mit dem nämlich heute dann halt werden soll. Also da war halt gestern zu, da ist natürlich von allem, was da halt gestern passiert ist, ist da überhaupt nichts relevant. Also zumindest nicht für den Kassamarkt, klar. Future-Markt war ja da, aber halt eben auch recht überschaubar, ne, von der gesamten Ausprägung, sei es jetzt Richtung Volumen oder Volatilität. So, aber das heißt, wir müssen an der Stelle dann halt eben auch am Freitag ansetzen. Und da hat man natürlich schon recht deutlich gesehen, dass also hier oben war das Hoch vom Freitag. Das habe ich auch gestern schon gezeigt. Das ist exakt im Framing vom H1 auf Anfang von Rot und hat sich dort nochmal angeschlossen. Auf der anderen Seite war halt eben der Freitag hier unten der Support, den ich ja auch am Donnerstag schon beschrieben habe. Und der macht da eigentlich ähnlich wie das, was der DAX macht, nämlich die beschriebenen Supports wurden verkauft. Also jetzt hier eben auch. Also was die 17.065 im DAX ist, ist eben halt die 38.595 im DAU. Das ist genau das Gleiche. Das heißt, hier ist Support und dann halt verkauft. Das heißt dann halt auch höchstwahrscheinlich, dass wir die heute nochmal sehen, weil das ist nämlich eigentlich die relevante Marke, nicht hier unten das. Und auch bei der 38.538, da hatte ich schon gesagt, wenn er die überhaupt nur erreicht, ist es gar nicht gut. Ja. Wäre für mich kein Support mehr. Galt zwar für den Freitag, aber hat natürlich heute auch noch genauso seine Berechtigung. Sieht man ja hier, ne? Das waren einfach markante Peaks, die er hier gemacht hat. Und der ist halt einfach mal hier durchverkauft worden. Ne? Das heißt, das Ding ist eigentlich schon Tisch. Das heißt jetzt nicht, dass der von hier aus nicht nochmal irgendwie rauflaufen darf. Ja, aber das heißt aber wahrscheinlich schon, dass das hier keine Relevanz mehr hat. Und deswegen würde ich jetzt im DAU für heute hingehen und würde halt nur die 595 erstmal im Auge behalten. Das heißt also, denkbar ist, dass wir dann halt irgendwie zur Kassaeröffnung irgendwie so eine Bewegung kriegen, die eben hier raufläuft, bis dahin, ne, an diesen Peak, an diesen Support. Von mir aus auch ein paar Punkte da drüber und da rein, ne, irgendwie bis, was weiß ich, die 630, 625, 627, also hier in die Extension, das wäre halt schon noch denkbar, ja, aber generell halt irgendwie sowas und von dort dann halt eben den Rücklauf dann hier nochmal irgendwie ganz runter und dann am liebsten halt hier direkt unten auf dieses markante Gap. So, das ist halt zumindest mal das ist das Einzige, was ich halt hier irgendwie als plausibel aus der Perspektive im DAU für irgendwie sinnvoll erachte. Hat der Satz noch Sinn gemacht am Ende? Ich habe halt manchmal so die Angewohnheit, irgendwie Sätze anzufangen, zwischendurch einen Zwischensatz einzubauen, den zu verschachteln und dann versuche ich wieder ans Ende zurückzukommen. Wir verstehen deine Sprache. Okay. Ich weiß noch, in der Schule hat mein Deutschlehrer hat immer gesagt, so der hat, ich weiß das tatsächlich noch von damals, bei Aufsätzen habe ich mich auch immer so dermaßen verschachtelt und da hat er sich immer drüber lustig gemacht. Und ich habe damals wohl gelernt, dass das Thomas Mann gewesen sein muss, der auch ein Fan von verschachtelten Sätzen gewesen ist. Und scheinbar fand ich ihn irgendwie gut, ich weiß es nicht. Aber daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Das habe ich mir irgendwie bis heute nicht abgewöhnt. Ja, genau. Dirk Emalion Hilkant, genau. Ja, gut. Nein, aber es ist, ja, das ist nicht immer gut. Ich weiß vor allen Dingen, wenn man was erklärt, sollte man es irgendwie in kurzen Sätzen irgendwie besser hinkriegen.
Da bin ich wirklich nicht immer gut drin, weil ich irgendwie, während ich einen Satz mache, habe ich schon irgendwie zwei weitere Gedanken und naja, so ist das. Also, Dau, nochmal, ne? Also ich würde vermuten, dass wir hier irgendwo ansetzen, dann da oben halt reinstechen und von dort dann halt eben auch nochmal eins auf den Deckel kriegen, weil das halt eben so der für mich einzig relevante Punkt ist. Und für den Dau vermutlich auch. Also, nur weil es halt hier eben verkauft worden ist. Ich hoffe, man kann das nachvollziehen, was ich damit meine. Ich gebe das mal auch im Live-Chart frei, damit man das eben auch hat. Was, das nennt man Sozialekt? What? Ach so, Schachtelsätze, ja. Okay. Ja, stimmt, der Micha, der ist da auch. Ich würde nämlich gerade, nennt man das Michael-Vogt-Syndrom. Schachtelsätze. Stimmt, der richtet auch so. Fällt mir auch gerade auf. Okay, also, das zum Dau. Daily gucken sieht wahrscheinlich nicht anders aus, ne? Da muss man nur gucken, wie weit es runterkommt, habe ich aber gerade auch schon gezeigt. Und das wäre dann halt hier vermutlich die Analogie dann halt eben zum SMA 20, dann eben auch im Daily oder halt eben auch zur letzten Aufwärtsbewegung. Wobei hier die Aufwärtsbewegung nicht wirklich relevant ist, ne? Sondern die ist ja halt, ist ja hier einfach nur Innenstab. Hier übrigens auch das, was ich gerade gesagt habe, nämlich hier oben im Framing einfach nur da oben angestoßen und dann halt eben dann wieder nach unten geschleudert. Und der wird wahrscheinlich sich dann heute im Laufe des Tages mit dem SMA 20 hier befassen und dann halt irgendwie mit denen oder mit den anderen Händlern rumdiskutieren, ob der eben nach unten oder nach oben auflösen wird. Das wäre so meine Vermutung eben dafür. So, mehr sehe ich da jetzt noch nicht. Alles Weitere wird sich dann bei der Kasseröffnung dann halt eben zeigen müssen, ob das hier unten dann halt hält oder nicht. Aber generell bleibe ich dabei, dass das vermutlich der richtige Ansatz eben sein wird für den Kassamarkt. Weil ich, also wenn ich mir den DAX jetzt auch gerade so angucke, ich glaube, so wahnsinnig viel passiert da heute irgendwie nicht. Ne? So klebt hier immer noch an der Stelle, immer noch an der Eröffnung. Von daher irgendwie ist da jetzt vielleicht gar nicht so viel zu erwarten. Also damit bestätigt oder ist gerade dabei, der Markt das zu bestätigen, was ich gerade befürchtet habe, nämlich, dass wir uns hier einfach nur da jetzt einpendeln und dann halt irgendwie später nochmal nach oben versuchen und von daher erstmal richtig dann halt den hier auch rauszunehmen und dann halt eher nochmal ein Stück oberhalb anzusetzen. So, aber länger als 10 Uhr werde ich jetzt hier nicht machen. Und jetzt einfach mal sehen, ob wir jetzt halt diesen zweiten Fill dann halt jetzt eben noch bekommen oder eben nicht. Aber das ist halt irgendwie alles, ne, so ein bisschen. Einmal nach oben geguckt, einmal nach unten geguckt und dann wieder auf Anfang nach dem Motto, keine Ahnung, was das werden soll. Ne? So sieht das hier für meine Begriffe im DAX ein bisschen aus. Ne? Das ist schon arg seitwärts, was er jetzt hier eben treibt. Klar wäre nett gewesen, da unten den Ausschlag dabei zu haben. Ich meine, noch ist es auch nicht durch. Ja, er kann das immer noch machen, weil hier unten vor allen Dingen auch noch ein bisschen was fehlt. Also oben fehlt eigentlich nichts mehr, ne? Aber unten schon. Also hier diese Ausprägung halt eben, ne, hier oben, gut, ne, klebt unterm SMA 20, da muss er jetzt auch nicht nochmal rauf, wir müssen auch nicht irgendwie die Tageseröffnung testen, auch das Gap muss nicht irgendwie zugemacht werden, das kann erstmal so stehen bleiben, das können wir auch später noch machen. Aber hier unten, ne, so dieser, das da fehlt, so, das kann man doch mal irgendwie auch vernünftig testen, bevor der Markt sich halt irgendwie wieder nach oben begibt. Er darf ja rauf, ja, aber nicht ohne irgendwie da unten auf der Unterseite vernünftig mal getestet zu haben, was da halt zu holen ist. Ne? Weil sonst ist es halt einfach hier nur volumenarmes Geschrabbel auf der Stelle. Ja, und da schreibt der Marvin, ach, nur weiß ich, warum du lieber den Dau handelst. Ja, der hat halt einfach, ne, der ballert einfach mal in den ersten Minuten in alle Richtungen. Ja, und in der Regel macht er auch nicht irgendwie direkt eine Einbahnstraße, sondern hat halt einfach Ausschlag und Volumen in beide Richtungen. Und wenn man da schnell genug ist, kann man da auch was mitnehmen. Ne? Und im DAX ist es halt so, der schleicht. Ne? Und wenn er mal nicht schleicht, dann schlägt er eine Richtung ein. Und dann kommt man da nicht mehr rein. Also finde ich halt vergleichsweise schwieriger, den bei der Eröffnung irgendwie richtig zu handeln, als es halt beim Dau der Fall ist eigentlich. Ja, weil Wohler heißt er. Der Werner hatte vorhin angemerkt, dass der Dow an deine blauen Linie reagiert hatte.
Ah, okay. Ja, vermutlich mache einst. Aber da sind wir jetzt, also danke für den Hinweis, aber da sind wir jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen zu weit weg davon. Oder war der Daily gemeint? Nee, ich glaube nicht, ne? Ja. Ich glaube. So, Nelson, was machst du denn heute noch? Erzähl uns mal was, während wir uns hier angucken, ob der DAX jetzt dann doch noch irgendwie Nee, ich fand es Minuten die Reise. erstaunlich, dass im Chat die ganze Zeit so ruhig war und als es dann um dich ging, um deine Sprache, dann alle aus allen Ecken gekommen sind, Andreas, Timo, alle einen Kommentar abgelassen hier. Ja, scheint dich alle zu mögen. Ja, Kommunikation ist teilweise schwierig. Ja, genau, Timo. Alles klar. Übrigens, wem zeigst du die ganze Zeit den Mittelfinger, wenn du nachdenkst? Was? Ich zeige den Ja, Mittelfinger. Nein. musst du dir mal die Aufzeichnung mal anschauen. Meinst du das? Ja, genau so ungefähr. Weiß doch gar nicht. Ach so, genau. So halt, kommt schon mal vor. möchtest du mir was sagen? Hey, ich muss mich hier nur ab und zu mal kratzen. Das ist, Nein, aber ich weiß nicht, wohin damit, ne? So, also mit den ganzen Fingern, 10 Finger, das muss ja irgendwie alles auch beschäftigt werden. Ah, das ist schön. Hier, guck mal, der Klaus schreibt, dir zuzuhören ist auf jeden Fall interessanter als, ist nicht so langweilig wie Thomas Mann zu lesen. Das ist gut. Paar Sätze haben Sinn gemacht, sagt der Andreas. Ja, Andreas, das solltest du dir mal ein gutes Beispiel vernehmen. Ein paar Sätze machen wenigstens Sinn bei mir. Also, ne, wer irgendwie Entertainment haben will, ja, und sinnbefreite Kommentierung, der darf unbedingt gerne sich Andreas Bernstein angucken. Kann ich jetzt hier sagen. Andreas hat das Talent, meine Synapsen nacheinander irgendwie platzen zu lassen. Und wir haben immer sehr viel Spaß miteinander, wenn wir Live-Trading machen. Setz dich drauf, sagt er. Ne? Auf dich oder auf meine Finger? Andreas. So, zurück zum Markt. Okay. Gut. Also. Ja, was ist denn jetzt hier? Ne? Also, es kann immer noch sein, dass wir es eben in den letzten 7 Minuten da unten auflösen. Ich weiß, das ist halt, ne, bei der Vola wahnsinnig unspannend. Und aber ich kann euch auch sagen, das ist auch eine Herausforderung. Trotz unspannender Vola und trotz einem Markt, der nicht so weiß, was er will, hier irgendwie 1 Stunde und 8 Minuten 35 am Stück was zu erzählen, was einen nicht komplett einschlafen lässt. Das ist gar nicht so einfach. Deswegen seid so lieb und rennt nicht weg. Ja, also das Ding hier ist um 10 Uhr vorbei und es kann schon noch gut sein, dass wir hier noch eine saubere Auflösung nach unten kriegen und damit dann halt eben auch die Stunde hier ein bisschen erfolgreicher beenden, als es jetzt gerade der Fall ist. Jetzt stehen wir nämlich hier irgendwie gerade so 5, 6 Punkte im Plus. Das kann aber schon noch kommen. Ne? Von daher, da ist noch nicht irgendwie aller Tage Abend. 50 Punkte ist aber auch keine Wohler zum Niederknien. Boah, 50 Punkte? Also du meinst jetzt irgendwie der Peter hier in der Eröffnungskerze. Ja, natürlich, ne? Nö, das ist schon klar, aber ist auf der anderen Seite, das ist okay, weil stellen wir sich mal vor, irgendwie, ich meine, wie hat er denn die 50 Punkte gemacht? Also daran kannst du die Vola ja nicht wirklich messen, daran kannst du die ATR im H1 messen, aber ATR ist nicht gleich Vola. Ne? Weil wenn man sich nämlich diese Ausprägungen, die der Markt hier gemacht hat, seit der Eröffnung, einfach mal übereinander stapelt, ja, weil er hat ja einmal, ist er halt eben hier die Strecke raufgelaufen, ne? Also das heißt, hier 25 Punkte nach oben, dann ist er halt hier 50 Punkte nach unten gelaufen und jetzt nochmal 25 Punkte nach oben. Das sind im Endeffekt sind es 100 Punkte. Und würde der Markt jetzt, hätte der irgendwie eine Richtung gehabt, relativ schnell, ja, dann hätten wir jetzt hier eine Stundenkerze, die 100 Punkte lang wäre. Ne? Also das meine ich halt mit der Vola, das ist eigentlich für den DAX schon ganz okay. Ne? Da kann ich mich gar nicht wirklich drüber beschweren. Wenn er eine Richtung gehabt hätte, dann wäre es auf der anderen Seite auch ungemein schwieriger gewesen, reinzugehen in den Markt. Ne? Deswegen war ich auch vorhin so zögerlich, ne? Weil man ja nie weiß, irgendwie so schlägt der Markt jetzt irgendwie, oder gerade der DAX, der durchaus schon mal die Angewohnheit hat, irgendwie eine Mini-Zugung hinzulegen, irgendwie um 9 Uhr eins und dann nur noch in eine Richtung irgendwie zu laufen und einen zu quälen. Ja?
Das ist ja auch nicht so ganz untypisch für den DAX und deswegen war ich da auch kein Freund davon, zu schnell dagegen zu halten. Ne? Aber Wohler, ne, nicht in der Stunde gucken. Da guckt lieber wirklich eine Zeiteinheit irgendwie drunter. Und das hat wesentlich mehr Aussagekraft als irgendwie ein großer Timeframe. So, also 4 Minuten haben wir noch. Sieht jetzt irgendwie nicht so wirklich danach aus, als würde da noch was kommen. Mal sehen, ich packe den mal hier unter die Value Area drunter. Und kann halt schon sein, dass wir jetzt hier einfach auf Null stehen bleiben. Ne? Das wäre jetzt halt nicht so wahnsinnig außergewöhnlich, aber okay. Ich kann es nicht ändern, ich kann es nicht erzwingen. Aber für meine Begriffe war da jetzt aber halt auch nichts anderes irgendwie da. Also so long an der Stelle wollte ich noch nicht, bisschen tiefer hätte ich angesetzt. Short wollte ich da oben noch nicht, bisschen höher hätte ich angesetzt. So, ne? Beide Male hat die Richtung gestimmt, beide Male aber das Kriterium für den Entry, den ich im Sinn hatte, aber nicht so. Okay, ist halt manchmal so. So, wie schwer fällt es dir jetzt nicht einen jetzt aber Trade um des Tradens willen zu machen? Gar nicht. Gar nicht. Ich meine, wir haben hier, ich fände es halt dann, also fragt der Peter hier, ne? Also nochmal, wie schwer fällt es dir jetzt nicht einen jetzt aber Trade um des Tradens willens zu machen. Also nach dem Motto, ich muss jetzt hier irgendwie was liefern. Nein, muss ich doch nicht. Weil das Ding ist, ich meine, wäre das jetzt hier meine einzige Chance irgendwie für das ganze Jahr hier Live-Trading zu machen, dann würde mich das wahnsinnig ärgern. Das tut es aber nicht. Also dafür, ich meine, ich erkläre jeden Tag, was der Markt macht, mache ja dauernd irgendwelche Live-Tradings und muss mich da ja auch nicht rechtfertigen. Ne? Und sondern, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, ich bin hier eher manchmal zu schnell, aber dann auch nicht des Tradens willens, sondern dann halt eher, weil ich sehe, okay, der Markt, das passt, passt. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie der letzte Punkt ist, aber dann gehe ich lieber mal zu schnell rein als zu langsam. Und von daher muss ich nicht, nein. Also, um kurz zu machen, gar nicht. Fällt mir null schwer, null. Ich finde es immer nur ein bisschen schade für euch, weil ihr halt hier auch wartet, dass halt irgendwie noch was Größeres passiert und ich natürlich auch. Ne? Aber auf der anderen Seite gehört ja auch das dann irgendwie leider dazu. Ne? Das heißt, wir haben hier Live-Trading und stehen um 9:58 Uhr genau da, wo der Markt steht, nämlich bei Null. So. Und haben aber kaum Risiko gehabt. Ne? Von daher kann ich denn dafür, dass der DAX um 9:58 Uhr und 30 Sekunden einen Punkt von der Eröffnung entfernt steht. Das ist natürlich sowas, das sucht sich keiner aus. Ne? Das ist klar. Und da sind wir auch nicht die Einzigen und sagen, boah, was ist das für ein Markt? Ja, sondern jeder, der jetzt heute Morgen den DAX handelt, denkt so, was ist das denn? Ne? Weil das ist ja auch irgendwie dann so eine Bewegung, die einfach keiner will, sondern wenn man tradet, egal ob man jetzt irgendwie in Positionstrade für den Tag startet, der in eine Richtung laufen soll, einen Swing oder auch ein Scalp. Jeder will, dass der Markt irgendwie nach einer Stunde nicht mehr da steht, wo er vor einer Stunde stand. So, aber wir stehen jetzt auf dem Punkt da und ja, zeigen mir den, der das gut findet. Ne? Und von daher alles halb so wild. So ist es, ne Nelson. Hast du diese Woche noch Live-Trading auf YouTube? Vielleicht mit dem Andreas, wenn er lieb ist. Sehr gut. Andreas, was sagst du? Haben wir nochmal Live-Trading auf YouTube? Sollen wir machen? Ist er noch da? Er hat wahrscheinlich irgendwie, steht in der Küche und heute nicht. Nee, heute nicht. Ist eingeschlafen. Nein, nicht heute, aber irgendwann die Woche. Also kann schon sein. Ich werde mich mit dem Andreas da mal beraten. Und ja, der Andreas ist wahnsinnig begeistert und antwortet hier mit: Joa, habe ich das richtig ausgesprochen, Andreas? Also, dann sage ich jetzt mal ja, aber nicht mit dem Andreas diese Woche. Da ist mir die Begeisterung Sehr viel zu groß. gut. Der Richie hat auf YouTube sich übrigens Ja. sich bei dir bedankt. Das sehe ich, da gehe ich natürlich auch gleich drauf ein, nachdem ich hier den Andreas fertig geärgert habe.
Nein, aber okay, also ich werde mit dem Andreas mal quatschen, weil ich finde es immer ein bisschen schöner, wenn man das irgendwie zu zweit macht. Ich könnte aber natürlich auch mal jemand anders fragen, weil man dann halt einfach so ein bisschen mehr zu erzählen hat oder ein bisschen mehr Interaktion. Ne? Ja, aber letzten Freitag war echt nice. Da haben der Andreas und ich irgendwie auch so generell die gleichen Ideen gehabt und irgendwie, das hat alles super funktioniert, auch super schnell. Ist auch aufgegangen. Ja, der Nelson hat es gerade gesagt. Also, lieber Richie, ich bedanke mich natürlich ganz, ganz herzlich dafür, dass du hier den Dollar-Like bei YouTube gefunden hast und damit hier dann auch ein bisschen was in meine Richtung spielst. Freut mich immer total, bin ich super dankbar für und sehr gerne weiter so, ja. Okay, also, Richie Reiner. Richie Reiner. Richie Reiner? Richie Reiner. Thorsten, ja, habe ich auch gerade dran gedacht, ne, mit dem Heiko Behrendt das zu machen. Da habe ich auch mal drüber nachgedacht. Oh, Andreas, du wirst schon langsam ersetzt. Was? Andreas? Nein, also nochmal. Hier schreibt doch gerade mal, ich so verlasse euch, bevor ich hier was zahlen muss. Niemand muss hier zahlen, ne? Ich freue mich aber natürlich, logischerweise. Genauso wie mit dem Live-Chart-Addon ja auch, ne? Wenn man irgendwie sagt, ja, was der Hilger da jeden Tag macht, das finde ich gut, das hilft mir, Geld zu verdienen. Das kostet mich nichts, es bringt mir was und dann gebe ich dann halt mal Trinkgeld. Ja, so ist es halt ja zu verstehen. Und finde ich natürlich schön, ist doch ganz klar. Aber trotzdem muss es natürlich keiner. Okay, so, also hier passiert irgendwie nichts mehr. Sorry. Hier passiert irgendwie nichts mehr. Also wenn ihr noch andere Vorschläge habt, übrigens, ne, auch für Leute, das ist vielleicht gar nicht so doof, weil hier kommen ja auch Namen. Mach mal live was mit dem Swiss Trader. Ja, der hat jetzt nicht unbedingt den Stair Trader am Start. Na gut, das ist jetzt aber vielleicht auch kein Hindernis, aber ich bin auch gerne mal für Hinweise auch dankbar, welche Leute irgendwie sonst in dem Segment noch gut sind und wo es Spaß macht, die ich vielleicht noch gar nicht kenne. Also why not, ne? Muss auch nicht unbedingt dann sein, dass derjenige dann auch den Stereotaper verwendet. Darum geht es gar nicht, ne? Aber why not? Klar. Also ich meine, gerade in der Trading-Branche ist es ja leider wirklich so, dass halt irgendwie ganz viele irgendwie ganz viel erzählen, aber wenn es dann darum geht, auf den Knopf zu drücken, da wird es dann oft ganz still, ne? Und von daher bin ich dann natürlich irgendwie, dürft ihr gerne mal irgendwie Hinweise geben, wer noch irgendwie gut ist. Andreas, ist doch egal, mit welchem Ossi der Dirk handelt. Ja, stimmt, das Thema hatten wir letztens. Und ich habe da mal kurz die alten Bundesländer mit den neuen Bundesländern verwechselt. So, jetzt machen wir aber hier irgendwie Schluss mit dem Gequatsche. Also, der Markt steht auf der Stelle. Wir stehen noch ganz genau da, wo wir vorhin irgendwie auch gestanden haben. It is, wie it is. Ich kann es nicht ändern. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, ich habe alles richtig gemacht, aber ich habe auch irgendwie, kann auch keinen Fehler entdecken, sage ich auch ganz ehrlich. Und ich meine, die Position steht bei quasi null. Von daher, ja, bin ich da erstmal d'accord damit, aber auch wenn ich natürlich jetzt, weil ich, klar finde ich es besser, hier 40, 50 Punkte rauszuschneiden, wenn der Markt aber keinen einzigen von den Entries erreicht, die ich eigentlich auf dem Schirm habe, macht es das natürlich nicht unbedingt einfacher. Von daher kann ich ja jetzt auch gar nichts ergänzen, außer dass ich eben immer noch warte, dass wir halt eben die 17.004 da unten sehen. Oder wenn es dann halt unbedingt sein muss, hier mit Verzögerung, dann soll er halt, wenn er meint, das Dreieck dann nach oben ausbauen zu müssen, soll er das halt zuerst machen. Aber das kann halt dauern, ja. Und dann kommen wir trotzdem noch darunter, weil nämlich am Nachmittag der Dow höchstwahrscheinlich nach unten drücken wird, nämlich kommend von der 38.595, wie ich sie gerade beschrieben habe. Also. Von daher lasse ich das Ding jetzt erstmal auf und mache da halt erstmal nichts dran und werde dann wahrscheinlich auch nachher ja, nach oben noch ein paar Positionen, nicht ein paar Positionen, ein paar Orders noch nach oben verlegen und mir das dann halt irgendwie nochmal genauer angucken. Aber erstmal sehe ich da keinen Grund darin, warum ich da jetzt an der ursprünglichen Idee irgendwas ändern sollte. Man könnte es halt hier auch einfach noch ein Stück weiter spinnen und sagen, na gut, ne, der. Hier den Stop erstmal halt irgendwie aus den Füßen und dann irgendwie halt mal so alles, was bis Richtung Gap geht, da oben noch in irgendeiner Form halt einfangen und dann halt irgendwie rausskalieren. Ja, ich weiß, ne, nochmal, das sieht immer komisch aus, wenn man den Stop bewegt, aber man hat ja auch gerade gesehen,
wie ich mit so einer Skalierung umgehe. Ne? Das heißt also, auch wenn der hier gefüllt wird, dann lasse ich den nicht, sondern der Stop liegt ja da oben erstmal nur, damit jetzt nicht hier irgendwann einer unsinnigen Bewegung irgendwie gefischt wird, sondern wird der gefüllt werden, läuft der wahrscheinlich auch wieder dann hier hinter einen Point of Control zurück. Das heißt, würde ich auch wieder rausnehmen. Und ich habe vorhin den Break-Even durch die Skalierung 17 Punkte nach oben schrauben können und so würde ich das auch weitermachen. Ne? Und deswegen ist das bitte nicht falsch zu verstehen, wenn ich den Stop einfach mal jetzt kurz hier aus dem Bild bewege. Und das heißt nicht, dass der da liegen bleibt. Ne? Und das heißt auch nicht, dass ich hier blind dagegen halte. Ich habe aber auch ganz am Anfang schon gesagt, ich würde hier irgendwie bis 10 Kontrakte auch mitgehen. Und wenn man sich das dann halt mal ausrechnet, hier mit so ein paar Bewegungen rauf und runter, dann liegt wahrscheinlich nachher mein Break-Even irgendwo hier. Und dann kann ich halt eben auch den Stop näher ziehen. Da bin ich eigentlich genau da, wo ich am Anfang hin wollte mit der Positionsgröße. Ich hoffe, das war jetzt trotzdem, obwohl es jetzt so ganz kompakt in einem Satz war, noch verständlich. Ich will sie jetzt aber auch hier wirklich nicht irgendwie unnötig in die Länge ziehen. Echt nicht. Weil da, es war nicht wahnsinnig spannend heute. Und ich glaube, wir haben alle noch irgendwie was vor und müssen uns nicht unbedingt jetzt hier die Beine in den Bauch stehen, bis der DAX sich irgendwann mal bewegt. Deswegen würde ich an der Stelle jetzt dann erst auch mal einen Deckel drauf machen und sagen, ich lasse das jetzt mal so, alles wie gehabt. Und wir werden dann halt irgendwie spätestens dann heute Abend, wenn ich nochmal live gehe, um 23 Uhr etwa und den Markt für morgen bespreche. Und dann werden wir halt sehen, wie das aufgegangen ist mit dem Dow als auch mit dem DAX. Und dann halt eben in dem üblichen täglichen Rückblick da das Ganze nochmal von der neutralen Seite im Nachhinein beleuchten. Okay, so, jetzt aber gut genug hier. Also ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr dabei wart und auch so viele hier so lange durchgehalten haben. Ja, Markt, wie gesagt, haben wir ja gerade schon gehabt. Kann ja keiner was für und der Nelson ist auch noch da, aber muss jetzt auch wieder den Kopf vom Tisch hochheben. Muss ich nochmal kurz die Haare machen und dann nochmal irgendwie links und rechts an die Wange kloppen, damit er wieder wach wird. Und der hat nämlich jetzt hier gleich das Schlusswort. Er hat auch gerade schon gefragt, ob wir diese Woche nochmal live sind. Mit dem Nelson diese Woche nicht, aber Nelson, wir haben auch noch was ausstehen. Ne? Und du weißt ja, wo ich wohne. Da habe ich schon eine Idee. Da müssen wir tatsächlich mal miteinander sprechen. Und aber noch eine andere Sache, vielleicht können wir ja den nächsten Termin, der ist dann in 2 Wochen, müsste der 5.3. sein, vielleicht tatsächlich mal am Nachmittag, wurde ja schon mehrmals gewünscht, mal dann veranstalten, können wir auch nochmal drüber sprechen. Ja, warum nicht? Aber na, man können wir vielleicht um 15:15 Uhr anfangen, kurz vor US-Opening und dann schauen wir mal, wie es da läuft. Und ansonsten, ja, vielen Dank für das Webinar, wie immer. Hier schließe ich mich an, hier den Feedback sehe im Chat und wünsche allen natürlich noch eine erfolgreiche Woche, noch gute Trades. Danke Andreas fürs dabei sein, Timo und allen anderen natürlich auch. Und ja, bleibt gesund und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.